Danke, Jonas. Wir haben unsere Bibel gerade auf die Reise geschickt. Von Leipzig über Erfurt nach Chemnitz und zurück zu mir nach Leipzig. Allerdings haben wir einen kleinen Fehler versteckt. Also, wenn ihr ihn findet, dann schreibt ihn doch einfach in die Kommentare und wir freuen uns auf eure gute Beobachtungsgabe. Und nun geht's los mit der heutigen Folge von Jims Mediathek. Hallo und herzlich willkommen zu Jims Mediathek. Bevor wir das Geheimnis lüften, was die heutige Folge mit reisenden Bibeln zu tun hat, gibt es aber erstmal einen Filmtipp. Der hat auch etwas mit Reisen zu tun, allerdings mit einer lebensbedrohlichen Reise. Aber seht selbst. Und der Herr sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur. Ferreira ist für uns verloren. Er hat Gott in den Schmutz getreten und ist vom Glauben abgefallen. Das ist nicht möglich. Pater Ferreira hat sein Leben riskiert, um unseren Glauben in Japan zu verbreiten. Mir scheint, dass unsere Aufgabe jetzt dringlicher ist als je zuvor. Wir müssen Pater Ferreira suchen. Ist es denn euer beider Herzenswunsch? Ja. Dann vertraue ich darauf, dass es Gottes Wille ist. Sobald ihr den Fuß in jenes Land setzt, seid ihr in großer Gefahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich diesen Trailer schaue, bin ich total geflasht. Und dennoch habe ich mehrere Anläufe gebraucht, um diesen 159-minütigen Film zu Ende zu schauen. Versteht mich nicht falsch. Ich bin als Fan von Psychothrillern und Actionfilmen wirklich viel gewohnt an Gewalt, an ekelerregenden Bildern. Aber dieses Leiden, diese Ausweglosigkeit, diese Qualen, die die Protagonisten in Silence erleben, ging mir einfach viel näher. Und erst ein Zitat von Martin Scorsese selbst hat mich dazu motiviert, weiterzumachen. Er sagte nämlich, dass Silence uns bewusst machen soll, dass Gott allgegenwärtig ist, sogar in seinem Schweigen. In dem heutigen Buchtipp unseres Gastes Jonas schweigt Gott allerdings nicht. Aber seht selbst. Richtig, Becker. Denn meine Buchempfehlung hat den Titel Und Gott sprach, es werde Jonas von Sebastian Niedlich. Das Buch gefällt mir vor allem deshalb so gut, weil mein Name im Titel vorkommt. Aber der Jonas im Buch, der hat einen wirklich schlechten Tag und stirbt. Aber Gott hat mehr mit ihm vor und lässt ihn von den Toten auferstehen, um ihn als seinen Propheten in die Welt hinauszuschicken. Die Ärzte, die Medien und auch viele Gläubige drehen voll am Rad. Und Jonas, der will einfach nur seine Ruhe haben. Das Ganze ist eine ziemlich schwarze Komödie, die mir echt gut gefallen hat. So, und jetzt würde ich wirklich gern wissen, warum die Bibel heute durch die Gegend reisen musste. Kein Problem, Jonas. Ehrlich gesagt geht es in der heutigen Folge nicht darum, dass eine Bibel reist, sondern dass wir durch die Bibel reisen können. Der Bund der deutschen katholischen Jugend veranstaltet nämlich auf Insta eine digitale Lesereise. Und dort lesen dann evangelische und katholische Persönlichkeiten aus »Wir erzählen die Bibel« vor und beantworten live eure Fragen. Warum es sich lohnt, diese Reise mitzumachen, das erklärt euch jetzt Paul vom BDKJ. Du findest in dieser Bibel nicht jeden biblischen Text. Dafür führt dich die Erzählergruppe mit einem Best-of einmal quer durch die Bibel und stellt dir jeden Text mit einem Motto und einem Motiv vor. Hier zwei Beispiele. Die Geschichte vom goldenen Kalb, das die Israeliten anbeten, wird unter dem Motto treulos vorgestellt. Die sperrigen Gesetzestexte im Alten Testament stehen unter dem Motto unverletzt und zeigen euch, dass es im Kern dieser Gesetze um Würde und Nächstenliebe geht und wie wir diese Werte im Alltag leben können. Die ErzählerInnen zeigen euch damit, wie nah ihre Lebenswelt und unsere Lebenswelt heute zusammenhängen. Wir erzählen die Bibel verdeutlicht also, dass das Buch der Bücher auch heute noch top aktuell ist und bringt uns zum Schmunzeln. Zum Beispiel, indem wir erfahren, was Apostel Paulus mit den drei Fragezeichen gemeinsam hat.
Also ideal, um Lust auf die Bibel zu machen. Aber nach so viel Schweigen und Zuhören und Lesen hätte ich mal so richtig Lust auf etwas zum Mitsingen. Und ich weiß, dass ich da bei Jenny an der richtigen Adresse bin, oder? Genau, Becca. Denn wir reisen jetzt zusammen über den Ozean zu Caleb und Kelsey Grimm. Die beiden leben in Amerika und nach ihrem Instagram zu urteilen, leben die beiden im Bilderbuch. Sie machen zusammen Worship Music und zwar noch gar nicht so lange, dafür umso erfolgreicher. Ich könnte jetzt so viel über deren Lieder erzählen, doch ich glaube, ich lasse lieber die Musik selbst sprechen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter. Wie schön. Unser gemeinsamer Ausflug neigt sich jetzt leider schon wieder dem Ende zu. Aber wenn ihr mal mit uns auf Reise gehen wollt, okay, ich merke schon, es ist jetzt mal gut mit diesen Reisemetaphern. Also wenn ihr mal in diesem Format mit uns dabei sein möchtet, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an jim.pocket20@gmail.com. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt tschüss, ihr Cineasten, Bücherwürmer, Follower und Musikversessenen. Einfach alle, ihr lieben Leute. Das war's für heute. Danke, ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.